Bibis Beauty Palace spricht in ihrem neuen Video über den Erfolg bzw. Misserfolg ihres Songs. Mehr nach dem Intro. Bibi und Julian freuen sich über die extrem große Aufmerksamkeit, die Bibis erste Single bekommen hat. Die schlechte Resonanz in Form von derzeit 1,4 Millionen negativen Bewertungen nennt Bibi nicht ganz so gut ausgefallen. Nur weil mir der Song gefällt, heißt es nicht, dass jedem anderen der Song auch gefallen muss. Und hey, jeder kann das Video bewerten oder den Song bewerten, wie er möchte. Beide haben mit der starken negativen Resonanz nicht gerechnet. Anscheinend trifft die beiden die Kritik bzw. der Hate nicht besonders. Mich persönlich würde interessieren, ob sie es bereut, den Song veröffentlicht zu haben. Ein Statement zu den Vorwürfen, dass der Song geklaut sei, wäre meiner Meinung nach ebenfalls angebracht gewesen. Trotz allem finde ich es sehr gut, dass sie wenigstens ein bisschen auf die extrem negative Resonanz eingegangen ist. Wie findet ihr Bibis Statement? Habt ihr auch mehr erwartet? Schreibt's in die Kommentare.